Das Highlight des Nürnberger Sommers ist zweifelsohne der Stadtstrand auf der Insel Schütt. Mit feinstem Sand auf 4000 Quadratmetern und zahlreichen Palmen hat man dort eine Oase der Erholung gezaubert. Doch im Vorfeld gab es bei den Organisatoren keine Spur von Ruhe. Also wir haben die Palmen aus Spanien kommen lassen, natürlich mit einer Spedition. Und der Sand, der ist vom Monte Carolino, den kennt man ja. Es ist auch ein zugelassener Sand für Beachvolleyballturniere oder Beachsoccerturniere. Die Anstrengungen haben sich aber gelohnt. Schließlich zieht Nürnberg jetzt mit den großen Stadtstrandmetropolen gleich. Ja, wir haben uns natürlich umgeschaut in Europa, in Deutschland und in allen Großstädten gibt es sowas. Und da haben wir uns überlegt, sowas auch hier zu konzipieren und haben dann ein Konzept erstellt. Dass die fränkische Karibik schon längst überfällig war, zeigt der Erfolg am ersten Wochenende. Wir waren selber sehr überrascht, was wir hier für einen Andrang hatten am Freitag und am Samstag. Wir mussten teilweise vorne sogar die Leute etwas warten lassen. Wir sind auch ein bisschen überrollt worden und haben dann aber natürlich auch ein paar Schwachstellen ausfindig gemacht im Logistischen. Und ich denke mal, es war ein ganz, ganz tolles Wochenende, ganz, ganz tolle Sache. Urlaub für zwischendurch. Der Nürnberger Stadtstrand macht's möglich. Und mit ein bisschen Fantasie geht das Plätschern der Pegnitz auch als Meeresrauschen durch.